haben vor einem Jahr die Planung gemacht und haben die Themen festgelegt. Damals im Sommer 2019 hätten wir nicht gedacht, dass wir heute den Digitalisierungsworkshop zu so einem sehr aktuellen, brennenden Thema machen und dass wir ihn digital durchführen. Wir werden digitale Kaffeepausen machen. Wir werden in verschiedenen Kleingruppen miteinander arbeiten und versuchen so, unser Seminar Digitalisierung ganz vielfältig durchzuführen. Die größten Herausforderungen bei den Zoom-Meetings sind tatsächlich die Schwierigkeit mit dem Internet, dass es manchmal zu langsam ist und man Probleme hat, sich einzuwählen und dann auch die Übertragung nicht funktioniert. Oder auch Menschen, die mit der Digitalisierung noch nicht so vertraut sind und dann Probleme haben, sich einzuwählen. Daher haben wir auch den technischen Support, um dann auch die Teilnehmenden zu unterstützen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem digitalen Seminar Digitalisierung. Die Routenplanungs-App. Wir wollen den Menschen eine bessere Wegeführung in unserem Stadtgebiet ermöglichen. Wir haben uns die Frage gestellt, wo wir denn im Quartier Digitalisierung vorfinden. Wir machen co-kreative Innovationen. Es gibt Smart City-Strategien, Digitalstrategien. Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt grundlegend. Wir schmeißen Menschen, die sich bisher kaum kennen, in einen sicheren Online-Raum und schaffen wieder neue soziale Begegnungen. Die ersten Stunden unseres Workshops sind jetzt vorbei. Wir hatten bisher spannende Vorträge. Wir haben über 20 Teilnehmende aus 9 Städten mit in unserem Workshop und das funktioniert technisch sehr gut. Und das ist auch immer noch ganz spannend, jemanden zu haben, der mal von außen auf die Städte guckt und da die Perspektive mitgibt. Und jetzt freue ich mich sehr auf die weiteren Vorträge, die noch kommen. Wir haben heute ganz, ganz positive Erfahrungen gemacht. Wir werden das in der Form auch in Zukunft weiter anbieten, aber nicht ausschließlich. Wir waren uns alle einig, dass wir das digitale Element brauchen, aber dass die analogen Kontakte weiterhin sehr, sehr wichtig sind. Wir haben alle ganz viel gelernt durch die ganz vielen Vorträge und Impulse, die wir bekommen haben aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und wir haben jetzt auch noch methodisch einiges gelernt. Wie arbeitet man mit diesen Online-Konferenzprogrammen? Welche Moderationsmethoden kann man einsetzen und so weiter? Ich bin absolut begeistert und fand es toll. Mir hat es gut gefallen heute. Ich fand auch die unterschiedlichen Möglichkeiten super. Super, gerne wieder. Ich fand es toll, wie Sie das heute gemacht haben. Gleichzeitig muss ich sagen, ich habe jetzt viele schöne Stadtlabore schon mit Ihnen vor Ort erlebt. Und die Originalversion vor Ort, da merke ich einfach, da passiert für mich noch mehr an informellen Austausch, der halt auch sehr wichtig ist für das Netzwerk. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre vielen Beiträge. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.